Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen First 15. Diesmal mit eurem Retro-Hunter, der sich ja in die Gamers Global-Redaktion eingeschlichen hat und sich einen neu aufgelegten Klassiker fürs 3DS jetzt mal näher mit euch anschaut. So, das Intro sollte ja dem ein oder anderen N64-Spieler schon die ein oder andere Erinnerung hervorrufen. So, dann starten wir auch mal direkt 15 Minuten, da wollen wir ein bisschen was sehen. Und da es ja First 15 heißt, starten wir natürlich ein neues Spiel. Ja, jetzt mal hier schneller hier. Ja, der Name ist vollkommen in Ordnung. Nein, ich werde bestimmt nicht die Karte entfernen. So, fangen wir doch mal mit Link an und starten das Ganze. Ich finde schon, da hätte auch ein bisschen Sprachausgabe dem Spiel noch gut getan, aber na gut, das kann man ja auch ruhig lesen. Pures Drama. Unser Freund der Dekubaum. Schauen wir uns das mal schnell an. Natürlich bedrohen diabolische Kräfte unser Land, weil sonst wäre das Spiel natürlich auch sehr langweilig. Der junge Urmelfee. Ja, und hier im Überflug sieht man natürlich auch schon am 3DS. Gut, das seht ihr jetzt natürlich nicht. Also wir können zwar jetzt aufzeichnen hier, aber in 3D das Ganze zu präsentieren. Ja, hat er noch ein bisschen was getrunken gehabt. So, jetzt fliegt er aber richtig. So einen tiefen Effekt haben sie schon sehr gut umgesetzt. Das ist aber auch nicht der einzig große Unterschied beim Spiel zur N64-Version. Gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein, aber na, wenn die halt alle immer in ihren Klamotten pennen, naja, halt, wo es kommt schon, ja, die Zukunft, bla, Prinzessin retten. Ja. Kennenzulernen, ja, finde ich auch. Das ist so ein freundlicher Wecker. So. Und ihr seht jetzt schon unterhalb, also das Menü ist halt komplett unterschiedlich. Man kann sich später, ich hoffe, das sehen wir noch in den 15 Minuten, Items direkt hier auf diese Felder legen, also 1, 2, X, Y, B, um dann Aktionen schneller ausführen zu können. Ja.
Endlich hast du auch einen. Ja gut, ein bisschen so Emotionen werden halt noch rübergebracht durch Gekichere oder halt durch Laute. Aber den Rest muss man halt einfach lesen. Ich finde es persönlich jetzt nicht so schlimm. Der Aufwand wäre natürlich um einiges größer gewesen, um das komplett zu synchronisieren. So, ich werde auf dich hier warten. Genau, geh zum Deku-Baum. So. Dann sieht man zum Beispiel so ein Ansehen und dann kann man, das seht ihr natürlich jetzt unheimlich gut in dieser Tonaufnahme, man kann auf zwei Arten kann man sich umsehen. Einmal kann man den 3DS so bewegen in die Richtung, das ist natürlich ein ganz nettes Gimmick, oder man macht das halt wirklich mit dem Pad, das geht natürlich auch. Aber gut, dann schauen wir uns mal hier so ein bisschen um. Oh, da ist auch ein netter Kerl. Na, was hast du denn? Ich muss unten finden. Also hier, tja, ich darf auch alles behalten, das ist ja toll. Dann haben wir den hier drin. Oh, Herzen, die mir jetzt gerade unheimlich viel bringen. Aber gut, die können wir dann später nochmal dann erneut holen. Schauen wir uns mal weiter um. Oh, das kann man werfen. Werfen ist immer gut. Da kommt bestimmt irgendwas raus. Ah. Gut, da werden jetzt eben kurz die Wertigkeiten der Rubine erklärt. Ist ja auch normal, das mache ich auch oft, dass einfach mal in fremde Häuser reingehen. Irgendwelche Vasen kaputt zertrümmern, die Leute dann fragen und die erklären mir dann wirklich alles und wieder rausgehen. Na gut. Machen wir mal hier weiter. Aha, da geht es ja bestimmt in den Deko-Baum. Tauchen kann man auch. Na, da hoch kommt man dann. So. Wenn man sich umdreht, mit der L-Taste schnell den Blickwinkel verändern. Springen macht er dann automatisch. So. Aber jetzt können wir natürlich... Hey, du fehlloser Versager. Ja, mach doch mal die Augen auf. So. Das kann nicht sein. Aha. Schwert und Schild. Das fehlt uns natürlich. Und wer sich noch so ein bisschen dran erinnert. Das Schwert und Schild. Hey. Okay, Link, schau zu mir rauf. Also, dann kann man das Ziel anvisieren und hier nicht natürlich drauf schießen, sondern reden. Und wie gerade schon erklärt, kann man das dann nutzen, um geradeaus zu schauen. Natürlich der Shop drin, der noch nicht so interessant ist, weil wir noch nicht genug Rubine haben, um uns irgendwas zu kaufen. Oh, dann machen wir natürlich mal ein bisschen. Warum soll er erklären, wer der Kinderbauer ist? Und dann immer schön durch die Pflanzen hier gehen. Da findet sich der ein oder andere Rubin. Jetzt mal hier oben ein bisschen um. Eine Neuerung, die wir natürlich in den First 15 nicht sehen werden, ist noch hinterher die... es sind manche Sachen ein bisschen vereinfacht worden. Vielleicht kann ich noch nicht heraufloggen. So, was haben wir hier? Verlorene Wälder. Da wollen wir... noch nicht lang, denn wir holen uns erstmal das Schwert, das ist wichtig. Also es sind Sachen vereinfacht worden, man bekommt schneller Hinweise, wenn man irgendwelche Rätsel lösen muss. Ja,
Ist natürlich so ein bisschen schade. Aber gut, das gehört halt leider dazu, hier auch schon rauszuwerfen. Hier mal. So, ja, das wird schon mal so ein kleiner Rubin. Oha! Da kommt die Kugel schnell hinterher. Warte mal, zack. Und wieder schön hinterher. Und, oh, eine große Schatztruhe. Was die wohl beinhaltet. So, und jetzt kann ich das Ganze ausrüsten. Also tippe ich das an. Auf das Schwert. Und so, habe das dann halt in der Ausrüstung mit drin. Das heißt, ich kann es mit B aktivieren und Gas geben und die Attacke. So, jetzt schnell. So, wie bei einem komischen Indiana Jones. Nie gehört. So, jetzt kann ich nämlich auch das ein oder andere Wex oder Schild hier. Und. Jetzt mit dem Gewächs, da findet man natürlich den einen oder anderen Rubin, der jetzt wichtig ist. Oder kann auch die Schilder verteilen. Je nachdem, welcher Gemütszustand gerade so herrscht. So, bei dem Jungen. Ah, warte zu Anfang. So, oh, 34. Da fehlt noch ein bisschen was. Ich brauche nämlich 40, um die ganzen. So. Machen wir hier mal. Das gibt's doch nicht. Mir fehlen noch Rubine. Gestrüpp, das ich wegmachen kann. Und hier wird auch noch ein bisschen. Aha, das ist doch. So. Und ansonsten sieht man ja von der Grafik her, hat man es schon gut angepasst. Klar, Street Fighter hat schon bewiesen, dass der 3DS um einiges mehr kann. 39, 40, so und ab nach drüben. Und schnell das Schild kaufen. Nein, so, zack, kaufen. Und das Ganze kann man natürlich dann auch direkt ausrüsten. Nein, ich möchte nichts kaufen. Einfach anwählen. Das ist natürlich von der Menüstruktur sehr vereinfacht. Ansonsten kommt auf jeden Fall direkt sofort dieses Zelda-Gefühl auf. Allein also von der Musik muss ich schon sagen, hat man von so eine kleine Gänsehaut gemacht.
wieder eins oder das beste Zelda-Spiel spielen zu können auf dem 3DS. Und dann schauen wir uns ja auch. Ich besitze ein Deko-Schild, ein Schwert, heiliger Deko, ja. Ah, Weichling. Hallo, ich habe ein Schwert in der Hand. Dann nennt er mich Weichling. So, und dann gucken wir uns die Szene doch mit dem Deko-Baum noch eben an. Aha. Kann ich hier direkt. Genau, der Deko-Stab ist dann für spätere Aktionen auch sehr wichtig. Dann drücke ich dann auf Items. Und. So, geht doch. So, habe den jetzt einfach auf 1 gesetzt. Das heißt, ich kann ihn direkt anwählen und nutzen. Aber wir wollen wieder das Schwert nehmen. Und da ist unser Freund, der Deko-Baum. Dann hören wir uns noch mal ganz kurz an, was er uns zu sagen hat. Das hat er gut erkannt, schlaflos. Aber natürlich habe ich den Mut dazu. Ja, und mit den Worten des Deko-Baums schließen wir dieses First 15 auch ab. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns dann hier wieder. Macht's gut!